Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen aus Hamburg. Ich freue mich heute sehr, in der BVH-Webinarreihe sein zu dürfen als Vertreter der Akanu GmbH. Heute geht es um das Thema It's a Match, isn't it? Wie künstliche Intelligenz und Omnichannel sich ergänzen und die Customer Journey beflügeln. Das sind sehr viele Worte, aber glauben Sie mir, dass Sie nicht die einzigsten Worte oder auch Buzzwords, so wie man schön sagt, die uns flankieren, ja, unsere gemeinsame Zeit in den nächsten 35 bis 40 Minuten. Ich möchte mich da relativ kompakt halten, sodass wir dann auch nochmal die Möglichkeit haben, gemeinsam zu diskutieren oder auch Fragen zu stellen. Grundsätzlich ist es so, dass ich vorschlagen würde, die Fragen am Ende des Vortrags beantworten zu wollen. Falls jemand eine ganz dringende Frage hat, bin ich da auch jederzeit bereit, die zwischendrin zu stellen, aber ich hoffe, das passt dann am Schluss. Genau, es sind schon einige Themen, die uns alle beschäftigen, gerade wenn wir im Onlinehandel unterwegs sind, aber auch im stationären Handel oder allgemein der Handel, der Retail-Bereich. Da geht es um Customer Journey, bestimmt auch um Evolutionstheorie, künstliche Intelligenz, sämtliche Themen bis hin zu Individualisierung, Micro-Conversions und all das wird uns auch in den nächsten 35 Minuten tangieren in irgendeiner Weise. Natürlich muss ja auch die Aufgabe von mir sein, das so zu verpacken, dass es auch alles Sinn ergibt. Nur wenn wir uns das alles betrachten, dann werden wir eins nicht vergessen und vor allen Dingen nicht verpassen, unseren Fokus zu setzen. Und das ist auch unser Fokus, den wir am Ende des Tages mit diesem Thema haben, auch wenn wir explizit die Customer Journey angucken. Wir glauben daran, nur wer seine Kunden kennt, besser versteht, die Wünsche letzten Endes interpretieren kann, kann daraufhin reagieren und auch letztens den Kunden begeistern. Von daher, ja, lassen Sie uns gemeinsam diese Evolution von verschiedenen Begrifflichkeiten in dieser Welt gemeinsam gehen, aber nie den Fokus dabei verlieren. Vorab nochmal vielen Dank für Ihr Interesse, auch für die Zeit, jetzt um 10 Uhr. Stellvertretend für mein Team stehe ich da. Wir selber bei Akanu sagen immer vorab vielen Dank, falls es aus irgendwelchen Gründen sein sollte, dass Sie nicht mehr am Ende dabei sind, dabei sein können oder wollen, dann kann man uns nicht nachsagen, dass wir nicht einmal Danke gesagt haben. Ja, heute geht es nicht um mich, heute geht es auch nicht explizit, ich hoffe, es ist jetzt weitergegangen, ja, es dauert immer eine Sekunde, bis es weitergeht. Heute geht es nicht um mich, auch nicht so explizit um Akanu. Ich würde nur gern Ihnen ganz kurz beschreiben, wer ich letztens bin und dann auch Akanu und dann können wir auch zu den Inhalten gehen, weil das ist immer unser Fokus. Also ich selber, Benjamin Ferro, bin Geschäftsführer bei Akanu, bin mittlerweile schon seit 10 Jahren im Bereich der Digitalisierung, war zuvor im Corporate Business unterwegs, da ging es stark um Digitalisierungsprojekte, auch was PIM-Systeme betrifft, was allgemeine Facebook-Printportale, Online-Printportale, also ich habe quasi eine Druckereigruppe aus Deutschland unterstützt, in die digitale Welt zu driften und natürlich dann auch die Kunden da mitzunehmen. Auch Unternehmenszukäufe war mein Steckenpferd. Und jetzt bin ich Ende 2017 zu Akanu gekommen, genau aus dem Grund, was uns heute auch beschäftigen wird, weil irgendwas am Markt sich tummelt und wir uns verändern mussten, sodass letztendlich auch unsere Kunden ändern können. Ich bin selber noch Dozent im Bereich E-Commerce an der HAW in Hamburg und auch Initiator des Customer Journey Index, zu dem kommen wir in diesem weiteren Verlauf, aber das nur mal so ein bisschen groben Überblick zu mir. Das ist meine Erwartungshaltung grundsätzlich. Ich ziehe natürlich hier immer mein gesamtes Team mit rein. Ich möchte niemanden enttäuschen, von daher bitte lassen Sie mich helfen, so dass es nicht zu langweilig wird. Ich gehe relativ schnell, vielleicht teilweise über Folien hinweg. Bitte immer melden, sodass keiner enttäuscht am Ende des Tages. Ein Wort noch zu Akanu, nur dass Sie ein bisschen ein Bild dafür haben. Wir selber sind eine Digitalagentur. Wir haben 2017 zu 2018 haben wir für uns selber die Startup-Welt verlassen und sehen uns jetzt als kleine Digitalagentur mit 3 Schwerpunkten. Wir kommen aus der digitalen Marketing-KI, deswegen auch das Thema künstliche Intelligenz. Wir schreiben schon seit 2013 einen Algorithmus auf dem Machine Learning-Verfahren, das letztens im On-Site-Marketing eingesetzt wird, dazu komme ich gleich. Wir haben auch einen Bereich Digital Design, weil wir sehr viele Design-Komponenten On-Site, Online damit paaren und auch im Bereich Digital Consulting. Das sind wir, vielleicht auch später nochmal, wenn da Fragen dazu sind, weil wir sind, vielleicht kennt uns auch der ein oder andere oder ist vielleicht jetzt auch schon gerade aktiv Kunde.
das tangiert uns, unsere Vision, und das ist auch ein bisschen die Begriffsdefinition und Abgrenzung, dass wir jetzt gleich wissen, worum es eigentlich geht. Wir selber sehen, und wenn man das in einem Netzplan, in einem sogenannten U-Bahn-Netzplan dann visualisiert, dann sehen wir auch schon so ein bisschen die ersten Ansätze von dem, wie unsere Kunden heutzutage ticken, also die Kunden, die Konsumenten. Sie haben viele, viele Möglichkeiten, sich tagtäglich in irgendeine U-Bahn-Station, was Kanäle sein können, hineinzubegeben, um an ein Ziel zu gelangen. Das Ziel ist die Main Conversion. Das kann teilweise, das ist hauptsächlich im Handel der Kauf natürlich können, kann aber auch online, on-site oder auf unterschiedlichen Kanälen andere Conversions haben. Und wir befinden uns maßgeblich im Bereich on-site Marketing, Tablet, Mobile und Desktop. Das ist das, wo unser Home-Turf ist. Aber wir sehen allein, wenn wir diesen Netzplan angucken, dass da viel, viel mehr ist. Und das ist auch dieses Konglomerat aus Omnichannel, wo wir gleich beschreiben werden. Wenn wir jetzt unsere Vision angucken, dann setzen wir uns genau damit rein und versuchen, Zwischenstationen mit einer künstlichen Intelligenz, mit unserer künstlichen Intelligenz zu bekommen, um zu gucken, okay, was tangiert den Konsumenten jetzt gerade entlang seiner Customer Journey, ob er jetzt Tablet ist, Mobile ist oder Desktop ist, um dann darauf richtig reagieren zu können. Und dann kann ich explizit auf andere Kanäle verweisen oder natürlich dann auch mit unterschiedlichsten Kampagnen wie der Gutschein, wie vielleicht auch ein Product Feed, was eine Recommendation sein kann, auf unterschiedlichste Art und Weise den Kunden da ansprechen. Und das nun schon mal vorab, das wird uns genau jetzt so ein bisschen begleiten, dass Sie ein Bild dafür haben. Das kommt nachher nochmal und dann wird es auch nochmal ein bisschen klarer. Von daher erst nochmal ganz kurz durchatmen, sodass wir jetzt auch starten können. Geben Sie mir noch 2 Minuten, um so unsere Situation eigentlich darzustellen. Wir glauben, wenn ich jetzt über On-Site-Marketing spreche oder im Allgemeinen über Online, dann wissen wir, dass wir uns in einem Haifischbecken bewegen. Wir glauben natürlich alle, wenn ich mich in den Körper quasi eines Handelsunternehmens stecken möchte, dann glauben wir, dass Online die Erlösung ist, weil natürlich Online treibender Kanal ist, auch vielleicht Leitkanal im ganzen Omnichannel-Mix. Alle sprechen über Digitalisierung und ja, wenn wir morgens aufstehen, ist es vermutlich das mobile Endgerät, das bei uns als erstes in der Hand ist und wir damit unsere Journey beginnen. Nichtsdestotrotz, wenn wir das angucken und alle die Erlösung, wenn ich das jetzt einfach mal so weiterhin sagen darf, die Erlösung im Online sehen, dann ist es auch relativ schnell ein Haifischbecken, dieses sogenannte Surviving in der Shark Tank. Und alle kämpfen nur darum, den Kunden zu begeistern. Und das ist das, was wir explizit sehen und auch statistisch nachweisen können. Deswegen hat es auch 2013 begonnen und dieser gesamte Titel ist auch so unsere eigene Geschichte bei Akanu, dass wir da auch Höhen und Tiefen haben. Wir haben natürlich online begonnen, so wie viele, um unsere Kunden den Handel zu unterstützen, wie sie letztens diesen Kampf um die Kunden gewinnen können. Und das kennen Sie auch, da war ein bewährter oder gewährter Ansatz auch der Gutschein. 5 Euro, 10 Euro, wir nennen es jetzt mal monetäre Anreize, kann auch Free Shipping sein, die unterschiedlichsten monetären Anreize, um Kunden zu bedienen. Das glauben wir immer noch, dass das ein Maß aller Dinge ist oder der Handel glaubt es, dass wir mit Gutscheine Kunden überzeugen können, dass sie dann, egal ob sie was im Warenkorb gelegt haben oder zuvor, dann auch kaufen. Wir merken nur, dass das einfach auch nicht mehr funktioniert und der Gutschein gar nicht mehr so die Wirkung hat. Und wenn wir uns alle ehrlich zueinander sind, dann wollen wir es auch gar nicht. Und es darf nicht so sein, dass wir nur glauben, mit einem Gutschein, wo wir dann nicht mehr das Opportunitätsprinzip wahren, weil vielleicht Kunden gar keinen Gutschein brauchen oder auch den Konsumenten so dahinstellen, dass er einen Gutschein braucht, das ist nicht das Richtige. Deswegen haben wir für uns immer wieder auf die Fahne geschrieben, schon seit 2013, bitte, wenn der Gutschein, dann intelligent. So ist dieser gesamte Algorithmus entstanden, zu sagen, bitte spielt einen Gutschein aus, aber nur wenn der Kunde ihn auch aufgrund seines Verhaltens benötigt oder nicht. Es ist aber nicht das, und das ist das, was wir festgestellt haben, dass
wie ich gerade auch schon kurz beschrieben habe, und das werde ich auch gleich statistisch belegen, dass wir selber eine große Schwierigkeit hatten, oder wir standen bei AKNU 2017 vor der Herausforderung, wenn wir Gutscheine für unsere Kunden ausspielen, sodass dann die Konsumenten online bestellen, dann ist es gut und dann verdienen wir Geld. Wenn der Gutschein nicht mehr die Wirkung hat, dann verdienen wir auch kein Geld mehr. Und deswegen haben wir uns damit so beschäftigt, was passiert eigentlich im Markt, was passiert im Online-Handel, sodass wir unser Geschäftsmodell daraufhin abstimmen können. Und das folgt quasi jetzt. Wenn wir dieses Thema künstliche Intelligenz, Omnichannel und Customer Journey in diesem Oberbegriff oder in dieser Überschrift letztens vereinen, dann möchte ich nochmal ganz kurz in die einzelnen Steps reingehen. Was bedeutet künstliche Intelligenz im Online-Bereich? Was ist Omnichannel? Was ist Customer Journey? Und das werde ich letztens auch jetzt machen. Das kann künstliche Intelligenz sein. Ich spiele es mal ganz kurz ab. Irgendwann mal intelligent auf dem mobilen Endgerät ein sogenanntes Ruppellos auszuspielen. Der Konsument kann aufruppeln, kann sich den Gutscheincode rauskopieren und dann kaufen. Egal in welcher Art und Weise. Da ist schon jetzt ein ganz großer Gamification-Faktor mit drin, sodass letztendlich der Konsument oder der Nutzer auf dem mobilen Endgerät da auch ein bisschen mehr hat als nur ein Gutschein. Aber es bleibt immer noch ein Gutschein, sodass ich versuche, den Kauf zu initialisieren durch diesen Gutschein. Das kann auch dann ein Glücksrad sein. Sie sehen, ich habe jetzt Live-Beispiele von Kunden, das kennen auch ziemlich viele. Egal wie es ist, es hat eine Wirkung. Und das sage ich auch, der kleine grüne Kasten oder graue Kasten oder dieses runde Ding nur mit 5 € wirkt nicht mehr so. Es muss interaktiv sein. Deswegen, und wenn wir jetzt diese Intelligenz angucken, diese Gutscheine, diese Ruppellose, die kommen intelligent, die kommen auf Basis eines Verhaltens, da wird analysiert, woher kommt der Kunde, was hat der Kunde gerade, auch wie lange ist er auf der Seite, wie viel Interactions hat er, was hat er von Scrollverhalten, wie oft hat er geklickt, um dann letztendlich herauszukriegen, braucht er jetzt dieses Ruppellose oder nicht. Warum machen wir das? Wir versuchen da natürlich eine höhere Zielgenauigkeit zu erlangen. Das Online-Kampagnen, dazu kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen in Detail, ob es Pop-Ups sind oder Inlay-Kampagnen, dass wir da eine Zielgruppe erreichen und die genau ansteuern. Genauso, und das kennen wir auch noch vom Print, wir wollen auch online die Streuverluste minimieren, um da zu sagen, okay, durch deutlich kleinere Kampagnen dann auch weniger Kosten zu erhalten, weil wenn wir unsere Kunden angucken und gerade im Gutscheinbereich, was da teilweise für Rückstellungen gebildet werden müssen, nur weil so viele Gutscheine im Umlauf sind, das kennen sie, glaube ich, alle viel besser. Und das größte Ziel war natürlich und ist es auch noch, eine deutlich höhere Conversion Rate zu erzielen mit diesem Gutschein, dass wir von diesen 2-3%, lassen Sie es auf 5% im Durchschnitt im Online-Bereich sprechen von der Conversion Rate. Das ist natürlich nicht genügend. Teilweise sind wir bei 1%. Deswegen müssen wir oder haben wir auch eine Verantwortung, dass wir eine höhere Conversion Rate erzielen. Das heißt, das nochmal zusammengefasst, was wir letzten Endes da machen. Und jetzt kommt so ein bisschen der Effekt, den letzten Endes da auch wiedergegeben wird. Wir haben 2017 ausgewertet, um Ihnen mal zu verdeutlichen. Wir sehen jetzt was kann künstliche Intelligenz bewirken, wenn wir diesen monetären Ansatz von Gutschein, Free Shipping mal näher betrachten. Wir haben über 100 verschiedene Kampagnen mit circa 50 Online-Shops zusammengepackt. Wir werden gleich sehen, da sind natürlich die unterschiedlichsten Branchen damit inkludiert. Da gehe ich noch detaillierter rein. Aber wenn wir mal alle Shops, die wir analysiert haben mit diesen 100 Kampagnen, also sprich eine Kampagne kann 5 € sein, 10 €, 15 € und davon 100 Stück, dann sehen wir, dass KI es ermöglicht, einen Uplift im Conversion Rate Bereich von 5% zu erzielen. Das heißt, wir kommen von durchschnittlich 7,3% auf 7,7% KI-Kampagne zur Kontrollgruppe. Das ist ja dieses A-B-Prinzip. Also KI-Kampagne wurde ausgespielt, Kontrollgruppe wurde explizit nicht ausgespielt. Und damit erlangen wir über alle Branchen hinweg, egal ob Fashion, Do-It-Yourself, Bücher oder auch Online-Apotheken, wie dem auch sei, das angucken, schaffen wir 5%igen Uplift zu generieren. Was schon enorm ist,
was natürlich teilweise auch höher sein kann. Das kommt so ein bisschen auf viele Faktoren drauf an, aber das mal im Durchschnitt. Beim Umsatz sehen wir 5,5%, hängt natürlich von dem Warenkorb Größen ab, dass wir dann Abschluss generieren können, aber diese 5%, die werden uns auch weiterhin letztlich begleiten. Von daher, wenn wir das jetzt quasi sehen und dann auch im Durchschnitt von den Gutscheinwerten sehen, können wir 5% Abschluss generieren. Auf der einen Seite gut, aber wir sehen auch schon, da sind gewisse Limitationen. Hier habe ich mal nur ein Beispiel, wie sowas dann auch ausgewertet wird, auf Basis eines Kunden. Das ist ein Kunde aus dem Baumarktsegment aus Frankreich. Das habe ich jetzt einfach mal aus Frankreich genommen, weil wir heute ja maßgeblich in Deutschland auch unterwegs sind. Da kann es dann sein, dass eine Kampagne über 3 Millionen Mal ausgespielt wird, 15.000 zusätzliche Käufe initialisiert werden und dann auch quasi ein Zusatzumsatz von 1 Million erzielt. Und da sehen wir auch bei Uplifts von 7,5, teilweise auch 6,5. Und ja, wenn wir höher gehen mit dem Gutscheinwert, können wir es auch noch höher erzielen. Aber dazu kommen wir jetzt auch, wenn ich mit dem Gutscheinwert letztendlich auch hantiere, also dass es einfach höher ist, verliere ich natürlich auch immer mehr Geld. Ich packe das jetzt und da sehen wir auch mal noch mal ein bisschen genauer rein und dann sehen wir auch explizit die Limitationen und dieser Titel, dass künstliche Intelligenz etwas benötigt, wie Omnichannel zeigt ja auch schon, dass wir an Grenzen stoßen. Ich fange mal mit der ersten Limitation an, ablehnender Grenznutzen. Diese gesamten Shops, 50, die wir analysiert haben, haben wir jetzt noch mal in 3 Kaufcluster gepackt. Es gibt einmal den Emotionskauf. Emotionskauf bedeutet, ich habe einen schlechten Tag, hat übrigens nicht nur was mit der Frau zu tun, sondern auch mit dem Mann. Schlechter Tag gehabt, vielleicht auch ein schwieriges Gespräch gehabt mit dem Kunden. Ich kaufe mir neue weiße Sneakers, weil ich weiße Sneakers gut finde. Da sehen wir, wenn wir da die Shops reinpacken, wo wir der Meinung sind, dass der Konsument ein Emotionskäufer ist oder mehr emotional kauft, kriegen wir sogar mehr als die 5% raus. Da kriegen wir im Durchschnitt 7% raus. Also als Durchschnittswert, egal welchen Gutscheinwert wir auch haben, ob 5% bis hin zu 15% oder teilweise 30%. Gehen wir in den funktionalen Kauf rein, dann bewegen wir uns genau in dieser 5% Hürde. Funktionaler Kauf können Baumärkte sein. Ich brauche eine Bohrmaschine, weil ich zu Hause mal auch beweisen möchte, dass ich ein Bild an die Wand bekomme. Das heißt, die Baumaschine kann natürlich auch für teilweise andere Männer oder auch Frauen Emotionen sein. Für mich ist es ein rein funktionalen Wert. Da kommen wir auf die 5%. Und gehen wir jetzt in den Bedarfskauf rein. Maßgeblich, da kann man die Branche der Online-Apotheken sehen. Ich habe Schmerzen und brauche jetzt explizit was, um den Bedarf letzten Endes zu stillen. Dann sind wir nur bei 1,6%. Die 1,6% ist auch schon sehr gut in diesem, also Uplift, wir sprechen rein über Uplift Conversion Rates, also nicht die eigentliche Conversion Rate, der ist die 1,6 gut, aber wir kommen dann auch nicht mehr höher, weil wir nur mit monetären Anreizen glauben, den Kunden überzeugen zu können. Das ist aber einfach zu wenig. Das bedeutet, in dieser Limitation mal zusammengefasst, ist die Wirksamkeit nimmt bei hoher Basis der Conversion Rate ab, ist klar. Umso höher wir dann, also wenn wir Uplift erzielen von 7%, also wenn ich von dir spreche, dann versetze ich mich in die Lage von Ihnen in den Handel. Wir schaffen 7% Uplift, dann habe ich auch eine höhere Erwartung. Und dann will ich noch höher kommen und da kommen dann die Limitationen. Wenn ich natürlich wieder runtergehe, habe ich es wieder. Und auch der Fokus auf Bedarfskunden ist natürlich da auch enorm hoch. Die zweite Limitation ist dann auch die Abhängigkeit von Preisrabatten. Wir kennen es aus dem stationären Handel. 2013 wurde der gesamte, da war die GfK und auch die Welt und renommierte Tageszeitungen haben darüber geschrieben, dass die Innenstädte ausgerodet sind. Keiner wird mehr in die stationäre Filiale gehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Filiale gerade einen zweiten Frühling erlebt, genauso auch wie Print, dazu vielleicht auch später. Aber auch online kommen wir in die Abhängigkeit von Preisrabatten. Das bedeutet natürlich, ist wahrscheinlich auch relativ klar hier nochmal dargestellt, umso höher der Gutscheinwert ist, umso höher, also hier zum Beispiel höher als 10%, kann ich natürlich auch einen Uplift von 9% erzielen, vielleicht auch teilweise von 25%. Nur wo bin ich dann? Ich gebe mehr als 10 Euro in dem Sinne ab von meiner Marge. Ich glaube, in verschiedenen Bereichen, Segmenten werden die Margen natürlich geringer. Dadurch auch, dass es stark fragmentiert ist, der Markt, werden die Margen geringer. Und warum soll ich denn so viel Geld abgeben, wenn ich allgemein schon
auch sehr geringe Warenkorbwerte habe. Natürlich bei 5% schaffen wir teilweise nur 2,5%. Also man sieht da auch das Verhalten der Käuferschicht. Ja, wenn ein hoher Gutscheinwert da ist, warum soll ich es? Dann nehme ich es halt mit. Aber es ist eine enorme Preisspirale. Deswegen auch da zusammengefasst, die Wirksamkeit erwartungsgemäß ist stark abhängig von der Rabatthöhe. Und das wollen wir alle nicht. Übrigens ganz spannend, was ich hier fand, ist, dass die prozentualen oder habe ich nominale Werte bei 10 Euro im Gegensatz zu 10% habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Uplift erziele. Ich würde mich, wenn ich hier schwabe, ich würde mal einfach sagen, okay, 10 Euro brauche ich keinen Dreisatz machen, weiß ich ganz genau, was ich in der Tasche habe im Gegensatz zu 10%. Da muss ich erstmal rechnen und bin dann vielleicht auch der Meinung, dass der Shop jetzt möchte, dass ich meinen Warenkorb hochziele. Das sind jetzt alles nur Annahmen, aber ist schon sehr spannend. Wenn wir natürlich dann auch mit unseren Kunden darüber sprechen, wie wir Gutscheine fahren, dass wir solche Analysen mit reinnehmen. Das bedeutet, diese zwei Limitationen, wir schaffen teilweise dann auch nicht mehr, höhere Uplifts zu generieren, weil dann eine Veränderung am Markt dann ist, auch am Markt da ist, auch der Konsumenten, die werden anspruchsvoller und die Abhängigkeit von Preisrabatten von Seiten des Handels. Somit haben wir beide Seiten dann abgedeckt. Und das ist so ein bisschen das Sinnbild dabei. Ich kann nachher bei Fragen detaillierter reingehen. Ich wollte natürlich jetzt gucken, dass ich auch die Zeit einhalte, um es jetzt mal einfach hier in den Raum zu werfen. Es ist ein gewisses Sinnbild, wo allein schon die KI jetzt anfängt, worüber nachzudenken. Und das ist auch gut so. Wir dürfen nicht glauben, dass KI, nur weil es KI ist, da so intelligent ist, um auf dieses Verhalten da einzugehen. Wir müssen da was aktiv machen, um der KI Unterstützung zu leisten, weil es wird ja nicht besser im Online-Markt und auch allein die preissensitive Art und Weise der Konsumenten wird immer mehr. Deswegen glauben wir, irgendetwas in Omnichannel zu erreichen. Ich will beide Themen, künstliche Intelligenz und Omnichannel zusammenpacken. Geben Sie mir noch 3 Minuten, Omnichannel nochmal für mich letztens oder für uns auch darzulegen, was es bedeutet. An sich, wir haben mal die Evolution der Customer Journey einfach mal niedergeschrieben. Also wir haben eine Evolutionstheorie, das hatte ich auch eingangs gesagt, wir sprechen auch über Evolutionstheorie, verschiedene Phasen und ich mache das jetzt wirklich mal ganz schnell. Ja, auch wir, der Handel hat verschiedene Phasen. Wir haben alle mal, egal was wir verkauft haben, haben wir mal mit einem Kanal begonnen, den sogenannten One Channel. Ich bin entweder ein reiner E-Commerce Pure Player oder ich bin ein stationärer Händler oder ich bin ein Katalogversandhändler. So haben wir alle mal gestartet, um unsere Produkte, unsere Vision oder das, was wir verkörpern, an den Mann zu bringen. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, wir erreichen dadurch nicht alle Zielgruppen und haben gesehen, es gibt auch noch andere Kanäle und haben dann das Multichannel sozusagen alle gemeinsam erfunden. Multichannel bedeutet, ich mache einen neuen Kanal auf, ich mache jetzt das Beispiel eines Online-Pure-Players, ich habe online begonnen, sehe aber, die Leute wollen auch ein Print-Exemplar zu Hause haben, ich fange an, ein Printkatalog zu generieren. Parallel laufen zum Online-Bereich, da hat es erstmal nicht so viele Verknüpfungen bis auf das Sortiment und dadurch habe ich mehrere Kanäle anberaumt. Man sieht es auch bei Zalando, die drucken wie die Weltmeister, Amazon geht in die Filiale. Also ja, es muss nicht immer vom traditionellen Kanal hochwärts sein, dass alle online gehen, sondern auch rückwärts. Dann kam Cross-Channel. Wir haben gesehen, okay, nur parallel laufende Kanäle funktioniert nicht. Also wir müssen auch gucken, dass wir die Kanäle miteinander verbinden. Für uns ist Cross-Channel so, dass wir natürlich auch noch eine Zielgruppe, aber eine Zielgruppenerweiterung machen wollen. Die einen landen auf einem Kanal, wollen aber auf einen anderen. Und das beste Beispiel für Cross-Channel für uns ist der QR-Code von Print zu Online. Man hat so ein nicht sehr schönes Ding kreiert, in den Katalog reingepackt, sodass der Kunde, der Konsument weiß, den Katalog anguckt, ich kann das Ding fotografieren, um dann irgendwo anders hingeleitet zu werden. Revolutionär übrigens für den B2B-Bereich, weil dann konnten sie die dicken Kataloge produzieren und erst einmal keine Preise reinsetzen, aber das ist, sag ich mal, ein anderes Thema, aber auch revolutionär, weil wir angefangen haben, anders zu denken. Ein Kanal gibt was ab, vielleicht an den anderen. Bis hin zum Omnichannel, wo wir daran glauben, dass Kanäle miteinander verknüpft sind. Das ist aber eine Einstellungssache. Verknüpft werden technisch können sie. Es gibt andere Hintergründe, warum vielleicht Omnichannel nicht funktionieren kann. Und irgendwann kommt das Everywhere Commerce, Internet of Things, wo ganz stark natürlich auch Social Media mit reinkommt. Ja, Social Media, die Social Media Kanäle haben begonnen, quasi jetzt schon zu verkaufen. Das wissen wir, aber das muss ja in unsere Organisation reingehen. Von daher, Omnichannel, wir wollen
alle Kanäle miteinander verknüpfen, sodass der Kunde sich wohlfühlt, egal wo er hin möchte. Ich mache mal einen ganz kurzen Step dann auch noch, was wir da haben. Heute der Handel, wir glauben daran, dass sehr wenige im echten Omnichannel sind. Das soll kein Angriff auf die sein. Das hat einfach maßgebliche Gründe dafür. Aber es sind auch viele, wo sagen, wir sind Multikanal explizit, aber noch nicht Omnichannel, weil wir haben da noch, wie ich gerade eben gesagt habe, Herausforderungen. Was können Herausforderungen sein? Nur ganz kurz, wir haben die Omnichannel'sche Bedürfnispyramide abgeleitet von Maslow gebildet. Was sind Grundbedürfnisse, um überhaupt im Omnichannel-Business erfolgreich zu sein? Und wir wollten das hier nochmal gesagt haben, weil wenn wir nachher über die Konzepte sprechen, hoffen wir dann quasi dieses auch aufgebrochen zu haben. Und unsere Stufen, und es fängt von unten an, die Grundbedürfnisse, um dann letztendlich zu Selbstverwirklichung, wie Maslow mal gesagt hat, bei uns ist die Selbstverwirklichung, die Innovation oder dann auch die Customer Journey, fängt an bei der Mission und Vision. Bitte lassen Sie uns nicht streiten, was als erstes kam, das können wir beim Bier machen, aber ich muss allein als Unternehmen immer noch wissen, wofür ich stehe und was ich verkaufen möchte. Wenn ich Sockenhändler bin und ich liebe bunte Socken, dann muss ich daran glauben, dass ich online mit irgendwelchen anderen Kanälen damit erfolgreich bin. Ich kann natürlich mein Produktsortiment auch erweitern, diversifizieren, aber ich darf nicht nur dran glauben, weil Amazon jetzt Bananen verkauft, dass ich auch Bananen verkaufen muss. Und da verlieren wir dann teilweise natürlich auch den Fokus. Aber jetzt glauben wir mal daran, dass die Richtung richtig ist, dann kommt die Organisation und das Team. Und das ist auch maßgeblich für uns die Herausforderung im Omnichannel, gar nicht so sehr technologisch zu sagen. Und das ist wichtig, wenn wir der Meinung sind, wir machen Omnichannel und einer kommt auf den Online-Shop und wir wissen und wir können analysieren, egal ob es KI ist oder durch andere Mechanismen, der Kunde möchte in die Filiale, dann muss online das Online-Team in ein Unternehmen auch akzeptieren. Da muss der Geschäftsführer, der CEO oder die gesamte Geschäftsleitung akzeptieren, dass online erstmal Umsatz abgibt, aber dadurch nicht schlechter dasteht. Und das ist so ein bisschen dieses, wo wir auch versuchen, unsere Kunden damit hinzubringen, hört auf. Natürlich müssen wir die einzelnen Bereiche messen, die einzelnen Kanäle, aber es darf keiner benachteiligt dabei sein, nur weil wir dieses letztens machen wollen. Und dann kommen natürlich Technologie und IT-Infrastruktur, dass das gegeben ist und dann die Innovation. Das quasi als allgemeinen Grundstock und da ergeben sich auch zwei Paradigmenwechsel, zwei maßgeblich von uns, die wir mittreiben wollen, mit an den Markt treiben wollen. Das ist das eine vom E-Commerce. Wenn wir E-Commerce in Wikipedia noch nachlesen, dann ist es immer noch das sogenannte elektronische Handel, sehr das Synonym für den Online-Handel. Nein, wir glauben an Everywhere-Commerce. Wir müssen den Kunden betrachten und sagen, es ist egal, wo er kauft, Hauptsache er kauft bei mir. Ich glaube, das ist klar. Das ist das eine, das ist aber auch schon in aller Munde. Wir wollen aber einen Schritt weiter gehen. Wenn wir jetzt in den Online-Kanal reingehen, weil ich behaupte, dass online der Leitmedium ist, Leitkanal, online natürlich auch die Wachstumsraten haben, müssen wir weg vom Online-Shopping hin zur Online-Experience. Was bedeutet das? Wir wollen nicht nur, dass er shoppt, und dass wir dann der Meinung sind, wir können nur mit dem Gutschein ihn zum Kauf initialisieren. Nein, wir müssen ihm auch online eine Experience geben, sodass er sich wohlfühlt und vielleicht auch mal einen Shop verlässt und wiederkommt, weil er gesagt hat, das war gut. Da war ein richtiger Aha-Effekt. Genau das, was ja auch im stationären Handel passiert, warum die Lebensmitteleinzelhändler auf einmal so viel in die Filialen investieren oder auch andere Bereiche und da sehr viele Dienstleister dabei sind, weil wir müssen eine Experience schaffen. Showroom und Pop-Up-Stores, ja, das sind alles diese Konzepte und das müssen wir online auch machen. Und das ist eben nicht nur der Gutschein. Das sind diese zwei Paradigmenwechsel, dass wir dann glauben, wenn wir künstliche Intelligenz, wir digitalisieren den Verkaufsberater, wir versuchen die Bedürfnisse online der Besucher zu analysieren und zu verstehen, dass wir dann auch noch was anderes haben. Und das ist Omnichannel, das sind andere Kanäle und das sind Ansätze. Und dann glauben wir, die Customer Journey zu beflügeln. Das bedeutet, und jetzt kommen wir dann auch schon ein bisschen zu den visuellen, zu den Ansätzen. Ja, Cross-Channel war noch sehr stark Big Data und KI. Jetzt sind wir in der Phase 2, KI und Omnichannel. KI bedeutet auch, dass da Online-Regeln dabei sind, aber wir brauchen eine gewisse Intelligenz und es kann halt einfach niemand. Die Filiale hat schon jeher eine Intelligenz, weil da einfach
gutes Personal oder ich hoffe, dass da mal gutes Personal dasteht im Sinne eines Verkaufsberaters, der ganz genau weiß, wenn Benjamin Ferro in die Filiale kommt, lass ihn erstmal 5 Minuten in Ruhe, nerv ihn nicht, dann wird er schon kaufen und dann wird er sich wohlfühlen. Deswegen können wir doch nicht online glauben, dass einer auf die Seite kommt und wir sofort, weil wir es nicht intelligent machen mit Chatbot, mit Newsletter-Signer, mit all dem in den ersten 15 Sekunden nerven, sodass ich gar nicht mehr weiß. Und vor allem das Schöne dabei ist, frag mich doch in den ersten 10 Sekunden auf dem Online-Shop, was ich denn möchte, wenn ich erstmal stöbern möchte. So, das ist die Grundlage dafür. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Wir müssen die Journey analysieren. Wir müssen gucken, wo steigt der Kunde ein. Übrigens, jetzt kommen wir in das Micro-Conversions rein. Ja, die Micro-Conversions sind hier gekennzeichnet durch Landing to. Jemand kommt auf einen Kanal. Gibt es in jedem Kanal. Jemand landet auf dem Katalog, jemand landet auf Social Media, jemand landet im POS, jemand landet on-site, egal ob Tablet oder Mobile. Und er soll nicht bouncen. Im positiven Sinne, not bounce. Micro-Conversion. Bisschen, dass jemand was in den Warenkorb legt, den Order-Prozess beginnt, den Checkout-Prozess, dann natürlich die Conversion und dann geht es in die Return rein. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schnell, sodass wir dann zu den Beispielen kommen. Und das Bild kennen Sie, da müssen wir uns reinsetzen, das sind die Kampagnen, das ist Omnichannel, diese schwarzen Dinge. Sie sehen hier schon die Pfade, dass ich hier explizit jemand von Tablet auf Social Media bringe oder dass ich jemand von Social Media auf On-Site bringe oder dann auch in die Filiale. Und da habe ich jetzt Beispiele dabei. Und das ist daran, woran wir glauben, dass da ein Mehrwert drinsteht. Immer von der roten U-Bahn-Linie On-Site ausgegangen, weil wir uns da befinden. Bevor wir die Beispiele zeigen, kommen nochmal 3 Aspekte mit rein. Impulse, das sind Impulse, die wir mitgeben wollen. Wir haben jetzt gesagt, KI, Omnichannel, digitales Kampagnendesign ist enorm. Wir können es leider noch nicht ganz wissenschaftlich nachweisen, aber wir merken es einfach, umso besser die Kampagnen aussehen, umso interaktiver die Kampagnen aussehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Kunden überzeugen. Deswegen auch dieses Beispiel mit dem Glücksrad oder mit dem Rubbellos. Gamification, nicht nur ein grauer, grüner Kasten. Wir ändern teilweise Kampagnen, Pop-ups von eckige Ecken auf runde Ecken und erleben irgendetwas, dass sich da was Veränderung hat. Micro-Conversions, beten wir von morgens bis abends, ja, wir werden uns nie aus der Verantwortung nehmen, die Conversion Rate zu erhöhen, die Haupt-Main-Conversion, sodass wir den Kauf, dass wir mehr verkaufen. Wir müssen aber Sales-Funnel-technisch gucken, wie schaffen wir es denn auch, zum Beispiel die Basket-Rate als Conversion erhöhen. Weil nur wenn ich die erhöhe, habe ich auch wiederum die Möglichkeit, dass dann die Conversion Rate erhöht wird. Wir dürfen nicht immer vom teuren Traffic gleich auf die 2 bis 3% durchschnittliche Conversion Rate gucken. Wir müssen auch zwischendrin gucken. Und dann gibt es natürlich auch eine durchgängige Messbarkeit. Das ist klar. Das können Click-Through-Rates sein. Das können aber auch neue Ansätze sein, wie den Index, den wir rausgebracht haben oder auch andere Bereiche. Das hat nicht nur was mit uns zu tun. Deswegen zusammengefasst einmal, das wollen wir oder das glauben wir mit Omnichannel, mit KI und Omnichannel zu erreichen, ein Paradigmen-Shift. Wir wollen Fokus heute monetäre Kampagnen, also Kaufanreize, Gutscheine etc. pp. Hin zu nicht monetären Kampagnen. Discovery, Lead Generation Service, dem Kunden on-site einen Service zu geben, um dann Customer Lifecycle Value zu erreichen, egal wie, das heißt die Kundenzufriedenheit, Kundenloyalität. Und da ist natürlich dann auch der monetäre Anreiz bestimmt ein Part. Ich will den Gutschein nicht totreden, er wird da sein, er wird aber eine andere Daseinsberechtigung. Deswegen shiften wir gerade von heute zu morgen ganz klar, dass wir da kreativer werden. So sieht das Ganze aus. Da gibt es dann verschiedene Kampagnenarten. Die kriegen die Präsentation im Nachgang natürlich rumgeschickt. Ich habe jetzt visuell welche dabei. Ich will darauf noch eingehen. Wir müssen die Zielsetzungen erleben. Wir müssen gucken, ja, wollen wir Discount machen? Damit wollen wir klaren Uplift. Wollen wir Discovery machen? Den Kunden eine Entdeckung geben? Oder möchten wir Lead Generation? Nach DSGVO haben wir sowieso alle keine Daten mehr. Dann können wir natürlich in den Newsletter Sign-up gehen oder auch in die Competition, aber auch in den App-Download zum Beispiel bis hin zu den Service-Kampagnen. Und auch Special Service mit Chatbot, aber dazu jetzt ein bisschen visueller. Den Index, den mache ich nachher, da springen wir jetzt mal einmal weiter, deswegen zu den Beispielen, was KI mit Omnichannel bedeutet. Ich habe noch 6 Minuten, dann bin ich genau 20 Minuten vor. Das passt doch perfekt in Fragen und Antworten. Das ist zum Beispiel das ist ein mobiles Endgerät. Jemand ist mobil, ich versuche die Geschichte jetzt auch mal darzulegen. Jemand ist mobil unterwegs, das ist DevShop, unser Kunde.
der sehr, sehr innovativ da ist. Die verkaufen Fashion. Fashion ist immer ein sehr gutes Beispiel, weil es auch ein sehr stark fragmentierter Markt ist, anders vielleicht als andere Bereiche. Also mobil unterwegs, die KI trackt mobil Berlin, weil die nur Filialen in Berlin haben und dann auf einen bestimmten Besucherverhalten versucht DevShop explizit mit einem sogenannten und mit einer sogenannten Store Locator Kampagne die Online-Besucher in die Filialen zu bringen. Hier sehen Sie das Beispiel. Es gibt 3 Filialen in Berlin von DevShop: Alexa, Gesundbrunn und Spandau. So, das heißt, schau doch mal bei uns vorbei. Wir wissen, dass du hier bist. Übrigens, wir müssen den Kunden nicht namentlich kennen. Wir wollen nur pseudonymisiert, also wir arbeiten in der Regel pseudonymisiert. Wir hindern, dass wir Kunden kennen. Aber dein Verhalten weist darauf hin, dass du vielleicht in die Filiale kommen kannst. So, die DevShop will darüber messen, dass sie quasi über die Click-Through-Rate zu gucken, ob es interessant ist, wo jetzt in Spandau die Adresse ist. Wenn ich da noch einen Gutscheincode damit paaren würde, Sie sehen, kann ich natürlich in der Kasse auswerten. Ich kann doch mit neuen Technologien dann über iBeacon oder was es da für Ansätze gibt, da sind wir gerade stark am Evaluieren, wie wir da reingehen, dass wir dann auch tracken können, ist ja wirklich in die Filiale gegangen. Aber allein, dass wir sagen, einer ist online, er wird nicht kaufen, weil das Verhalten es vielleicht so zulässt, bring ihn lieber in die Filiale, bevor er ganz abspringt. Das ist echtes Omnichannel von Online-Kanal abgesehen. Das haben wir jetzt einfach mal als Beispiel. Das gibt es auch für ein Händlernetzwerk. Also natürlich gibt es jetzt nicht nur DevShop, die nur 3 Filialen haben. Es gibt im Automotive-Bereich sprechen wir über ein Händlernetzwerk von 300, 400, 500 Netzwerken. Da habe ich dann die Möglichkeit, explizit auch meine Händler Besuchern quasi oder Interessierten zu befeuern. Das heißt, hier, das ist die kleine Kampagne. Auf Basis eines Verhaltens, weil wahrscheinlich knappe 60.000 Euro will man immer noch nicht über PayPal kaufen, wobei es gibt ja jetzt den ersten Ferrari oder Porsche, der über PayPal gekauft wurde. Wie dem auch sei, die Hürde ist noch relativ größer. Dann können wir doch intelligent darauf hinweisen, hey, komm doch mal zu einer Probefahrt bei diesem Händler. Und dann kann man über Sendemasten tracken, wo ich bin. Dann kann ich mein gesamtes Händlernetzwerk im Hintergrund quasi ans CRM-System, um dann letztendlich zu orten, welcher ist der beste Händler oder der naheliegendste Händler. Damit ist übrigens damit kommen wir in eine neue Sphäre rein zwischen Handel und Hersteller, dass wir ganz andere Einkaufsbedingungen letztendlich verhandeln können, weil auf einmal die Händler, der Hersteller, der teilweise mal auch online geht, explizit den Handel befeuern kann und beflügeln kann. Also das zu dem gesamten Store Locator, bringe den Kunden in die Filiale. Dann gibt es sowas, ist auch ganz spannend, ist auch Omnichannel, weil wir sehen, wir holen was aus einem anderen Kanal raus. Also es ist sehr, sehr kreativ. Es bleibt heiß. Wir sind online, wir sind vielleicht auch jetzt, ob das Desktop ist oder ob das Mobile oder Tablet, ist egal. Wir haben ein Wetterfeed angebunden. Wenn wir wissen, es ist, das Wetter wird nächste Woche heiß, jetzt ist gerade wieder ziemlich kalt, heute Morgen war es kalt, nächste Woche wird es 40 Grad, dann kann ich ganz anders den Kunden online ansprechen, um ihn dann auch wiederum vielleicht in die Filiale bringen, weil er weiß, es wird heiß. Ich mache ein anderes Beispiel, wir haben eine Fotostudio-Kette als Kunden und die Fotostudios, Business-Fotos macht man in den Malls, in den großen, in Hamburg heißt es dann das AEZ oder also diese großen Einkaufserlebniszentren, wo viele kleine Händler drin sind. Wenn es heiß ist, gehen die Leute nicht in diese Malls, weil da gehen sie lieber ins Freibad. Aber wenn ich weiß, dass es nächste Woche regnet und Samstag echt schlechtes Wetter ist, kann ich doch aufgrund dessen, dass ich jetzt auch schon Predictions reinbringe, zu sagen, es wird kalt, komm in unsere Filiale und du bekommst letztens da was. Ganz spannend. Chatbots ist natürlich auch klar, ist auch ein Omnichannel-Gedanke, weil ich auf einmal den Service Business. Ich habe den Verkaufsberater, wenn es jetzt auch kein Bot ist oder Chat, also hier geht es einfach nur mal um den Gedanken der Chat-Kampagne. Ich will jemand am Telefon haben, der mich unterstützt, so wie es früher auch im Katalogversand war, dass ich jemand angerufen habe und meine Bestellnummer letztens übergeben habe. Bitte ruf mich an oder hier gib mir Antworten dazu. Spiel intelligent den Chat aus. Und dann kommt ein ganz anderer Ansatz von Omnichannel, weil Omnichannel ist nicht nur diese Hürde zu sagen, ich gehe von den traditionellen Kanälen Print, Online, Mobile, Print, Online, Filiale, sondern auch, wenn ich weiß, dass die Kunden
Natürlich mobile suchen ohne Ende, aber immer noch Desktop kaufen. Das können wir immer noch nachweisen, dass viele Bereiche wissen, dass der Uplift mobile geringer ist als Desktop. Wenn ich das weiß, dann muss ich doch explizit den Kunden vom mobilen Endgerät, auf den Desktop gelangen. Und das sind die Share and Save Kampagnen. Jetzt Aktion merken, später kaufen, 5 Euro sparen, Seite per E-Mail senden. Aktiv machen, aktiv von einem Kanal mobile in Desktop bringen oder von Desktop zu mobile. Wenn ich das weiß, dass das Verhalten so ist, dann muss ich den Kunden auch explizit dahin bringen. Individuelle Customer Journeys gibt es nicht so. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Kunden genau dieses erleben. Und das ist dann Omnichannel jetzt auch mal im Bereich. Dann kommen wir zum Warenkorbabbrecher. Printmailing vom Bonprix habe ich in meiner früheren Zeit ja auch gemacht. Das ist ein Warenkorbabbrecher. Kann sehr viel mit Intelligenz oder nicht Intelligenz heißen. Aber ja, damit haben wir angefangen zu sagen, wenn einer den Warenkorb abbricht, aus irgendwelchen Gründen übrigens, muss das nicht der Preis sein. Wir haben immer so enorme Angst, dass einer den Warenkorb abbricht, nur weil der Preis angeblich zu hoch ist. Und dann schießen wir irgendwelche Gutscheine raus. Nein. Kind kann schreien, Frau kann schreien, Mann kann schreien, der Bus fährt und wir holen sie explizit von online, es war schon was im Warenkorb, schicken wir eine Postkarte, schicken wir einen Flyer, das ist jetzt nur illustrativ, per Post zu, per Printmedium zu, um den Kunden letztens zu generieren. Jetzt sind wir bei Kampagnen, wo wir den Kunden noch nicht kennen, wo wir sagen, der ist online unterwegs, ich habe einen Katalog und ich frage ihn entlang seiner Journey, möchtest du eigentlich einen Katalog haben? Wenn er ja sagt, dann gibt er mir vielleicht auch seine Adresse. Genauso, wenn ich ein Newsletter-Sign-Up mache. Dann kann ich quasi ein Print-Sign-Up machen, on-site, online und ihn den Katalog zu schicken. Weil vielleicht wollen ja welche, wo jetzt gerade rumstöbern, den Katalog dann zugesendet haben. Und da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, auch immer von online, wie ich es Ihnen gesagt habe, mit der roten Linie, andere Kanäle zu befeuern. Und das muss KI wissen. Das muss man der KI an die Hand geben. Diese Konzepte muss man ihr an die Hand geben. Und dann wird sie intelligent oder die Intelligenz erweisen, wann so eine Kampagne ausgespielt werden soll. Social Media, Social Proof ist ganz wichtig. Und es ist auch Omnichannel. C&A hat es schon in den Filialen 2013 gemacht. Die haben Kleiderbügel mit kleinen digitalen Screens gehabt und haben die Facebook-Likes reproduziert in die Filiale, um zu gucken, diese Lederjacke bei C&A hat 10.000 Likes. Das kann auch nur gut sein. Und genau dieses Prinzip müssen wir online bringen. Jemand ist on-site auf dem mobilen Endgerät oder auf dem Desktop unterwegs, denkt gerade noch sehr viel nach, ist sich vielleicht unsicher, ob er das kaufen soll. Und wenn der Handel oder wenn dieser Anbieter, dieses Handelsunternehmen dann auch noch einen Instagram-Account hat oder einen Facebook-Account oder einen Snapchat und da quasi schon gewisse Informationen oder Likes oder Influencer hat, dann lasst uns diese Information online bringen, um dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, sodass er dann auch kauft. Das heißt, wir können die Instagram-Likes reproduzieren, einfach pullen, das wäre eine Pull-Kampagne aus dem Kanal holen, um dann zu sagen, hey, das ist doch viel mehr wert als ein 5-Euro-Gutschein. 5.000 finden das cool, dann wird es dir auch stehen. Das ist alles für uns Omnichannel, das sind neue Konzepte. Und natürlich auch Omnichannel im Sinne von, frag den Kunden, wir gehen weg, das ist jetzt eine Customer Survey, warum möchtest du uns verlassen? Sprich, wir machen den Split direkt zum Kunden hin und fragen, okay, du verlässt uns jetzt, woran liegt es? Es ist manchmal gut zu wissen, woran das liegt, weil ich dann damit natürlich auch arbeiten kann. Das heißt, wir gehen da auch wieder einen Split rüber und versuchen, den Kunden zu fragen. Bis hin dann zu Push-Notifications. Das ist natürlich auch ein Offline-Kanal, deswegen ist für uns auch Omnichannel. Einer hat natürlich Double Opt-in, das ist alles nach DSGVO-konformen Ansätzen letztens angerichtet. Einer hat sich angemeldet, wir können ihn über bestimmte Zeiträume wieder eine Push-Nachricht senden, wie beispielsweise hier. Hat nichts mit einer App zu tun, sondern nur irgendwann mal ein neues Sortiment ist da. Ich habe quasi vielleicht auch neue Produkte drin. Ich erinnere den Kunden daran. Ist ein Offline-Kanal, kommt dann auch online. Genauso auch, wie das wollte ich nur erwähnen, jemand macht einen Tab-Switch, also einer ist bei Ihnen auf der Seite, KI erkennt, er ist nicht mehr im gleichen Shop, er geht in einen anderen Shop, dann kann ich ihn mit so kleinen Push-Notifications letztens reinholen. Es sind nicht immer nur jetzt echt, es sind Omnichannel, packen wir jetzt alles auch mal nicht monetäre. Sie sehen, da war jetzt wenig mit Gutschein. Wir können alles mit Gutschein paaren und nochmal, wir wollen den Gutschein nicht totreden, aber es ist mehr, um den Kunden zu begeistern, sodass er dann letztendlich bei uns kaufen möchte.
10.44 Uhr, ich habe 4 Minuten überzogen, ich brauche nur noch 1 Minute und eröffne dann hoffentlich ein paar Fragen oder dann auch Anregungen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben jetzt einfach mal Trends im E-Commerce. Das E-Commerce haben Sie letztens auch jetzt erkannt. Everywhere-Commerce hat nicht so was mit Online zu tun. Ja, der erste Trend ist eine künstliche Intelligenz im On-Site-Marketing. Bitte nicht falsch verstehen, nur weil wir es machen, sondern weil wir einfach daran glauben, dass etwa, dass jemand verstehen muss, was der Kunde möchte und nicht alles einfach nur ihn hinwerfen, was ich vielleicht habe. Diese KI kann gepaart sein mit ganz normalen Online-Regeln. Eine Exzellentent, das kann auch schon intelligent sein. Ich muss es nur wissen entlang. Micro-Conversions, wir müssen dadurch auch die Bedürfnisse der Konsumenten wecken. Wir müssen dezidierter reingehen. Wir müssen gucken, was passiert mit Not-Bounce und auch vor allen Dingen zwischen den Phasen. Einer hat nicht gebounced bis zum Basket. Wir müssen explizit diese Phase angucken, anders als dann, wenn er was in den Warenkorb reingelegt hat, bis hin dann zum Kauf. Das ist letztendlich diese Micro-Conversion-Denken. Dann digitales Kampagnendesign, habe ich gesagt, es muss cool aussehen, es muss ansprechend sein oder dem Shop entsprechen. Wenn ich natürlich sehr nüchterne Produkte habe, um das mal zu sagen, dann darf ich nicht irgendwie so ganz fancy Sachen machen, aber es muss paaren. Und dann kommt Omnichannel, verbinde alle anderen Kanäle. Das waren ja jetzt quasi gerade nur Anreize, durch explizite Anreize, um Kanäle zu verbinden. Und dann sind wir im E-Commerce, im Sinne des Everywhere-Commerce, das letztendlich dann auch passt. Wir glauben daran, wir sehen es gerade aktiv, wir haben daraufhin auch das Geschäftsmodell umgestellt, dass es ein Match ist. Wie muss man immer zu Fall letztendlich sehen und auch was für eine Wirkung es quasi hat. Aber ja, es hat gematcht und das ist letztendlich auch gut. Und bevor ich jetzt nochmal ganz kurz, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich wollte jetzt einmal zurückgehen, weil ich da explizit nochmal erwähnen wollte. Ja, wenn wir jetzt nicht nur, jetzt komme ich nochmal zum Index, wir haben natürlich jetzt die Schwierigkeit, wenn wir nicht monetäre Kampagnen fahren, also einfach mal Explore-Content-Kampagnen, vielleicht den Kunden auch nur Informationen geben, können wir selber als Dienstleister beispielsweise gar nicht die, wir haben keinen direkten Einfluss auf die Conversion-Rate, weil wir glauben, er wird später kaufen, wo vielleicht ein ganz anderer Anreiz da ist. Deswegen haben wir mit Ernst & Young zusammen als Wirtschaftsberatung diesen On-Site-Customer-Journey-Index ins Leben gerufen und der soll auch neutral sein. Wir wollen damit Benchmarks bilden und auch eine Messbarkeit haben, dass wir in die verschiedenen Phasen reingehen, gucken letztendlich, was machen auch andere Branchen, sämtliche Daten analysieren und die auch den Kunden an die Hand zu geben, sodass wir mehr Messwerte haben, Basket Rate, Conversion, Micro-Conversion Rates und natürlich auch die Zeiten, um dann auch präventiv Predictions reinzubringen, dass etwas passieren kann und deswegen auch diesen Index. Das jetzt mal an dieser Stelle nur habe ich fallen lassen. Wenn da Fragen sind, kann man sich da stetig natürlich dann an uns wenden. Somit wieder zurück, nochmal in einer schönen, schnellen Slideshow. Auch das Durchatmen war gut. Wenn es Fragen gibt, allgemein match@akanu, allgemein Fragen stellen, also im Nachgang, wenn jetzt keine Fragen offen sind, also sprich, die Präsentation kriegen Sie, match@akanu, meine Daten haben Sie, meine E-Mail-Adresse wäre dann benjamin@akanu, schicke ich aber dann auch nochmal oder packe ich in die E-Mail-Adresse rein und von daher erstmal vielen Dank und ich eröffne sehr gerne Fragestellungen oder auch Anregungen, aber nochmal vielen Dank für die Zeit.